An einem Stauende auf der A5 am Weinheimer Kreuz hat sich am späten Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der 54 Jahre alte Fahrer eines Transporters auf einen stehenden LKW. Dabei schob sich der Transporter, der zwei Autos geladen hatte, etwa 1,5 Meter unter das Heck des Lastwagens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer in seinem völlig zerstörten Führerhaus eingeklemmt. Ja, die Person war tatsächlich sehr, sehr schwer eingeklemmt, war aber bei der Ankunft ansprechbar, ist auch ansprechbar dem Rettungsdienst zum Schluss übergeben worden. Wir haben hier erstmal versucht, das Fahrzeug zu sichern, haben uns dann entschlossen, den LKW etwas anzuheben mit der Luftfederung, den der Anhänger selbstständig hat. Das heißt, uns dann auch geglückt. Wir konnten den LKW dann vorziehen. Das Auto war, wie gesagt, oder der Transporter war gesichert. So konnte er nicht hinter dem LKW hinterher gezogen werden. Und dann haben wir dann Schere, Spreizer eingesetzt, zusätzlich hydraulische Rettungszylinder und haben dann quasi die Person aus dem PKW oder aus dem Transporter befreit. Der 54-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die A5 war in Fahrtrichtung Norden für 6,5 Stunden bis gegen 5:30 am Morgen voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn am Weinheimer Kreuz an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 45.000 Euro.